Hallihallo und willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 7. Letztes Mal ist die Seilbahn zu Gold Saucer leider kaputt gegangen. Und das hat die Auswirkung gehabt, dass wir nicht aus Gold Saucer raus können. Kezid hatte die grandiose Idee, im Hotel zu übernachten. Und dann haben uns unsere Gefährten dazu gezwungen, nochmal die aktuelle Lage zu besprechen. Und obwohl wir auf Nein gedrückt haben, also wir wollen unbedingt schlafen gehen, haben wir doch ungefähr eine Minute dafür verschwendet, Dialog zu führen. So, jetzt ist aber eine Ruhe angesagt hier. Wer stört? Oh, tiefer. Was willst du? Ja, KZ, vor dem Bildschirm wird nicht getanzt. So. Tiefe ist es etwas peinlich, denn sie fragt uns jetzt, nach dem, was wir schon seit der ersten Folge, glaube ich, verfolgen. Nämlich das Gold Saucer Date. Das heißt, das ist die Sequenz, bei denen man mit vier verschiedenen Charakteren einige Events in Gold Saucer durchspielen kann. Und als erstes ist die Unterhaltungsshow am Event Square. Die ist sehr lustig, finde ich. Von den vier Charakteren haben wir Tifa ausgewählt, weil es nur eine Stimme bei der Abstimmung gab. Und ja, alle, die wen anderen sehen wollten, haben jetzt natürlich Pech gehabt. Die können sich die Gold Saucer Sequenz auf YouTube anschauen. Da gibt es eh alle vier Charaktere. Die vier Charaktere, für die es noch nicht mitbekommen haben, sind eben Tifa, Barret, Eris und Yuffie, sollte man sie rekrutiert haben überhaupt. Yuffie ist nämlich da einer von den wirklich optionalen Charakteren, genauso wie sieht nicht, genauso wie Vincent. Also Yuffie und Vincent muss man nicht unbedingt rekrutieren. So, wir sind jetzt am Event Square und machen ein kurzes Theaterspiel mit, in dem ein böser Drache eine Prinzessin entführt und alle mit Pirouetten auf die Bühne tanzen. Und unser Name ist Alfred. Oder so. Der Sagenumwobene Held Alfred. Und wir müssen die Prinzessin Rosa retten. Pirouettentänze sind so toll. Ja, der böse Drache hat die Prinzessin entführt. Oh, gehen. Da gehe ich sogar wirklich. Aber wer ist das? Oh, was ist das für eine Frage? Ich nehme ihn durch den Zauberer mit. Wir wollen ja durch die Maße der Prinzessin wissen. Hat sich der Geschichtserzähler sehr geschickt rausgewunden. Wer sich wundert, das EDK ist der Drache und das steht für Evil Dragon King, also böser Drachenkönig. Warum sie das nicht übersetzt haben, weiß ich nicht, aber darüber kann man wohl hinwegsehen. Er wird übrigens deswegen EDK genannt. Wir haben jetzt dem Drachenkönig die Hand geküsst. Und der böse Drachenkönig ist eine verwunschene. eine verwunschene Maid. Und die Liebe hat gesiegt. Oh, so eine scheiß Story. Ja. Je nachdem, welche Dialoge man wählt, kommt immer etwas anderes raus. Und in dem Dialog haben wir Tifa quasi alleine auf der Bühne gelassen. Sie fragt sich nun zu Recht, was das alles soll. Also sicher eine der lustigsten Sequenzen auf der ersten CD. Das war ein voller Erfolg. Ja, der lustige, also der böse Drachenkönig wurde deswegen mit EDK abgekürzt, weil Evil Dragon King sich nicht im 12 oder 16 Zeichenlimit der Namen ausgehen. Deswegen wurde er mit der Abkürzung benannt.
Jetzt geht's in die Gondel. Und ich mache einen kleinen Rundtrip durch Goldshauser. Oh scheiße, bin ich müde. Man kann hier Cloud bewegen. Es ändert allerdings nichts daran, dass die Sequenz einfach einige Zeit dauert. Die Goldshauser-Sequenz ist übrigens, ich glaube, das erste, was ich von dem Spiel überhaupt jemals gesehen habe. Und zwar war das, ich glaube, Ende 97 oder Herbst 97 bei einem Freund. Ich hatte damals noch keine PlayStation. Ja, ich schaue eh zu. Chocobos. Und wir haben den einen Abend die ganze Goldshauser-Sequenz und den ganzen versunkenen Tempel dann gespielt. Weil mein Freund wusste anfangs gar nicht mehr, wie man in Goldshauser raufkommt, also dass man da mit der Seilbahn rauffahren muss. Das ist jetzt mittlerweile schon. Ja, gut 12 Jahre her. Eine lange Zeit. Aber Feuerwerk. Wie immer, das sind halt diese ganzen, die man sieht. Man kann, glaube ich, sogar. Irgendwann besteht die Möglichkeit, ein zweites Mal mit der Gondel zu fahren und die Videosequenzen zu sehen und auch eine andere Videosequenz zu sehen. Wie das genau funktioniert, weiß ich allerdings nicht mehr. Es kann auch sein, dass ich mich da jetzt nur an einen Hoax erinnere. Manchmal ist es ganz schön schwierig, sehr lange miteinander befreundet zu sein. Ja, natürlich sagt Tifa das nicht, aber sie meint wohl, sie wäre in uns verliebt. Diese unterschwellige Spannung zwischen Tifa, Aeris und Cloud besteht noch das ganze Spiel über, also zumindest zwischen Tifa und Cloud. Aeris seilt sich ja dann schon bald ab. Auch in Advent Children wird diese unterschwellige Spannung quasi fortgeführt, auch wenn sie deutlich abklingt. Oh! KZ ist wieder mit von der Partie. Okay, ich höre auf zum Pfeifen. Ich hoffe, ich bringe das zusammen, dass das dann auch synchron wird. What the fuck? KZ hat den Schlüsselstein. Was soll die Scheiße? Was machst du damit? Ja, wir müssen das KZ verfolgen durch ganz Goldshauser. Okay. Aha, du kannst dich nicht von mir verstecken. Du bist nämlich dahinter. Okay, Chocobo Square. So. Ah, dammit. Bin ich unabsichtlich wieder zurückgegangen. Ich dachte eigentlich, wir kommen auf der anderen Seite raus, aber so kann man sich hier. Oh crap, wie funktioniert das heißt? Ah! Wir müssen hier KZ nachlaufen. Was ist das für ein Hubschrauber? David, das ist Zeng! Das ist unser Schlüsselstein, verfickt nochmal. Was soll die Scheiße? Okay, Zid war ganz kleinen Spion von den Shinra. Deswegen haben sie gewusst, wo wir da sind. Das glaube ich nicht, dass wir einfach so weitermachen, als wäre nichts passiert. Okay. Du verdammter Puppenspieler! Was soll die Kacke? Können wir jetzt bitte ihm den Arsch versohlen?
er offenbar hat Kezid jetzt einen Sinneswandel. Wir glauben ihm aber trotzdem noch nicht. Oh, what the hell? Da ist schon wieder ein englischer Dialog gewesen. Und sie haben Marlene entführt. Das ist schon sehr niederträchtig. Also wird uns Kezid wohl erhalten bleiben. Ja. Also müssen wir uns damit abfinden, dass die Shinra schon beim alten Tempel waren. Und ob wir noch rechtzeitig kommen, um irgendwas da zu machen, sehen wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7.